Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Ich freue mich auf Gerry Seidel. Juhu! Guten Abend. Eva Marold. Bravo! Clemens Maria Schreiner. Heißer. Severin Gröbner. Großer Wahnsinn. Und Viktor Gernot. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Das wird heute keine 80er-Party, aber trotzdem sind wir... Heute ist nämlich der 24. September, die European Space Agency, kurz ESA genannt, und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR genannt, begehen stets am 24. September mit zahlreichen Informationsveranstaltungen und Aktionen den Tag der Raumfahrt. Und das sind die Goodies, die wir vom Technischen Museum zur Verfügung gestellt bekommen haben. Danke, liebes Technisches Museum. Dankeschön. Und die Fragen haben bedingt damit zu tun, aber es ist schon einmal sehr, sehr schön, wenn die erste Frage, wenn es um Schwerelosigkeit geht, lautet, wer oder was ist ein Schwerkraftwanderer? Schwerkraftwanderer? Ein Schwerkraftwanderer. Der schneller unten ist als oben. Der schneller unten ist als oben. Naja, also wenn du hinauf länger brauchst und dann runter schnell bist, dann natürlich, bist du Schwerkraftwanderer. Ja, ja. Aber ist das nicht, ist nicht jeder bergab sind, schneller? Das sind fast alle. Außer die, die es mit den Gelenken sehr haben. Ja. Ja. Du hast doch recht. Ja, ja. Ja, das ist so. Eben, ich brauche mittlerweile auch genauso lange auf wie runter. Ja, ja. Also ich bin eigentlich bergauf schnell. Bergab ist immer schmerzhafter. Mhm. Ja. Bergauf anstrengender, bergab schmerzhafter. Ja, ja. 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 Redest du auch, sprichst du auch aus Erfahrung? Oder? Nein, habe ich gehört. Ja, ja. Aber ich war ein Schwerkraftwanderer. Und zwar, was hast du gemacht? Weil ich in der Pandemiezeit zugenommen habe. Weil die Dinge, die mich ein bisschen gewichtsmäßig regulieren, das ist Auftreten, weil da habe ich dann einfach auch höheren Puls und schwitze ein bisschen. Ja, und Tennis spielen, das durfte ich über lange Monate nicht. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen so... Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Also vor der Sommerpause hat man es gesehen. Ich habe gedacht, das war die Impfung oder so, weil du hattest Antikörper, also einen. Und das. Ja? Nein, du siehst aber super aus. Sieht das super aus, meine Damen und Herren? Ja, er sieht super aus. Ja, du schaust super aus. In meiner Verzweiflung war ich dann viel zu Fuß unterwegs. Ja, ja. Hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt. Nein, es war nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen zugelegt, oder? Also bis auf Clemens Maria Schreiner. Ja. Ich habe wirklich vorgenommen, ich bin nicht dazugekommen einfach. Aber das denke ich mir jetzt eben, weil wir gesagt haben, ja, das war so eine schwierige Zeit. Und sind alle blatter geworden. Jetzt kommt der vierte Lockdown. Na, danke. Das war keine schwierige, es war eine schwere Zeit. Aber da siehst du, haben sich die Krisen schon sehr verändert. Ne? Ja. Also das, ja. Aber vielleicht ist es deshalb auch dieser Schwerkraftwanderer. Der Schwerkraftwanderer ist so eine Kategorie wie der Leichtkraftwanderer und der Mittelkraftwanderer. Das ist so für Hängebrücken, kennt man ja aus Indiana Jones. Indiana Jones Filme, Gerne. Und für die Touristen, die bisschen festeren Touristen, meistens aus Amerika, wenn sie in Südamerika umeinander spazieren, über die Anden und dann sagen sie, Achtung, diese Brücke ist nur für Leichtkraftwanderer, Mittelkraftwanderer oder Schwerkraftwanderer. Und die Schwerkraftwanderer sind halt so Teakholzbrücken und so. Wahrscheinlich stimmt das nicht. Das ist eine großartige Antwort und ich finde es auch toll, dass du mitarbeitest und dass du extra aus Frankfurt angereist bist, um heute hier zu sein. Aber ich muss dir leider sagen... Das immer her. Machst du das selber? Ja, ich mach das selber. Nein, ich mach das nicht selber. Ich glaube schon, oder? Nein. Du bist falsch. Weißt du, ich habe das von den Jungen, habe ich das gelernt. Da gibt es irgendwas im Internet, YouTube. Und auf YouTube, gibt es ganz viele solche Sachen. Du musst nur suchen. Weißt du, die einen fressen im Lockdown, die anderen suchen in Files. Ja, und die anderen werden Schlagerproduzenten. Du machst das selber, wir wissen das. Aber weil das Technische Museum die gut ist, also ist was aus der Technik. Nein, die Goodies vom Technischen Museum haben... Nein, das ist das Thema der Sendung. Das ist doch immer schon so gewesen. Ausnahmsweise hat die erste Frage der Schwerkraftwanderer mit dem Thema zu tun, weil es um Weltraum geht. Weil wir sind heute... Aha! Ja, danke Eva. Ja. Und das könnte ja so eine Vorrichtung sein, so ein Aufhängen oder so. Ja. Egal, wenn sich das Ding rundherum dreht, das hängt immer quasi zum Erdmittelpunkt, zur Schwerkraft. Das heißt Foucault'sches Pendel, aber vielleicht hat er... Ich sag's
anders. Ja, aber auch manche sagen ein Schwerkraftwanderer. Was ist ein Schwerkraftwanderer? Ich habe ein Pendel hängt und wandert nicht. Meine Erklärung ist viel schöner. Meine versteht man. Ja. Muss man das nicht auch gendern? Der Schwerkraftwandererin gibt es auch? Vielleicht. Aber du lachst nur. Ja, nein, stimmt. Du lachst nur da drüben. Er lacht nur. Den hast du aber aufgegeben. Also das ich bin ein Wanderer, ein Schwerkraftwanderer. Und ich gehe dahin, ich gehe dahin, ich gehe dahin. Es ist so schwer. Das Wandern ist der Schwerkraftlust. Aber es gibt, es gibt ja, vielleicht, ich glaube, im Death Valley gibt es so Steine, ja, wo man gar, die sich bewegen manchmal. So, die sind ziemlich schwer. Sind und die man ganz lange nicht tot sind im Death Valley. Genau, ja. Die Steine bewegen sich. Ja, ja, also die nicht schnell, aber sie bewegen sich fort und man hat ganz lange nicht gewusst, was da los ist. Sind diese Verwehungen, glaube ich, das genau, hat mit dem Wind zu genau, tun und mit der Erosion. Ja, und wo man dann so, ja, wo hat die Steine? Und die Schwerkraft wandert auch schon wieder. Ich habe gehofft, das ist der Wahnsinn. Die Büste ebenfalls. Nein, ich trinke nichts, ich habe keinen Durst. Sehr überzeugend. Ja. Gut, wie kann ich euch helfen? Ihr seid bei, ja, ganz woanders. Es ist aus dem Tierreich. Nein, nicht. Geh mal in die Flora. Es ist eine Pflanze. Ja. Es ist keine Pflanze. Ja, oh ja. Es ist eine Pflanze, ja, die ein Schwerkraftwanderer ist. Es ja? Ist, aber Entschuldigung, wolltest du? Nein, ich habe eine Pflanze jetzt herausbekommen. Ja. Such dir mal Wüderwein! So ein Efeu, Wüderwein. So ein rankendes Gewächs, das nicht hinauf wächst, sondern hinunter wächst. Nicht ganz. Aber es gibt ja zum Beispiel im Regenwald dann so Pflanzen, die irgendwo oben am Baum sich ansiedeln und nur dann von dort aus quasi mit der Schwerkraft weg runterwandern. Also der hat gar keinen Bodenkontakt, sondern in einer Astgabel bleibt der Samen liegen. Bananenstauden. Warum Bananenstauden? Weil die hängen so oben und biegen sogar so auf. Ja, das ist aber dann entgegen die Schwerkraftwanderer. Ja, ja, aber deswegen nimmt man zum Wandern gern Bananen mit. Das ist ja. Ihr wart jetzt eigentlich schon bei den Pflanzen sehr gut. Der Schwerkraftwanderer ist die Ausbreitungsart der Pflanzen. Das ist ganz einfach. Die kleine Füße, die sich so an der Fassade anhängen. Die Rostkastanie ist ein Schwerkraftwanderer. Weil der Samen einfach runterfliegt. So ist es. Und dann kullert er auch, weißt du, auch Gesetz der Schwerkraft. Weißt du, dann kullert sie noch weiter. Und sucht sich dann so quasi einen Platz, wo sie sich ausbreiten kann. Das sind die Schwerkraftwanderer, nicht? Während andere vom Wind verblasen werden. Aber Burschen sind wie auch Schwerkraftwanderer. Per Definition. Der Same einfach zu. Nein, Sackhüpfer. Ihr wart großartig, pass auf. Wir machen eine kleine Goodie-Runde und ich schmeiß jedem was zu, so generell, weil, pass auf. Und da, Severin. Ja, schwer zu fangen. Ja, ich schaff das. Das wäre für Gary gewesen. Ja, danke. Ich hol's mir schon. Ja, bitte, hol's dir schon. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, welchen Teil der Apollo-Serie tun wir da umhauen. Das hätten wir dann bei der Landung dann gesehen. Aber, alles klar. Ja. So, da. Clemens, weil du gerade was gesagt hast, was habe ich da stehen? Du feierst eine Party, ein Fest, ein Krisenfest. Ja. Wann? Wo? Es kommt ein neues Programm von mir, das heißt Krisenfest. Mit dem bin ich schon seit Mitte September unterwegs. Ja. Und jetzt am 6. Oktober kommt es dann auch nach Wien. Super. Und auch in Ihre Nähe. Eigentlich ganz egal, wo Sie wohnen, ich suche Sie quasi heim. Ja, wir freuen uns auf Clemens Maria Schreiner im Kabarett. Und ich habe etwas vergessen, komme ich gerade drauf. Ich muss mich noch bedanken. Und zwar, da sitzt jetzt eine Dame völlig verzweifelt zu Hause vor dem Fernsehgerät und sagt, aber ich habe doch die Frage geschickt mit dem Schwerkraftwanderer. Okay. Und, Frau Bettina Strutzmann, es tut mir so leid. Sie kriegen ihn trotzdem, den 300-Euro Büchergutschein. Bravo. Gut, bravo. So, da. Tolle Frage. So. Und aber jetzt gehen wir ganz normal weiter. Clemens Maria Schreiner, du feierst eine Party, ein Christ. Das haben wir schon gehabt.
Na, man merkt, ich bin da schon auf Ablauf. Ich bin auf Ablauf. Du bist ein verdammter Profi. Ich bin so ein Profi. Der Severin schaut ganz nervös, weil ich habe gesagt, ja, wir sprechen nicht nur über Clemens Maria Schreiner, weil der spielt irgendwann in Salzburg ab. Das muss unter uns bleiben. Das bleibt unter uns. Und das machen wir im Laufe der Sendung erst so ganz dezent. Warum ließ sich der Habsburger Herzog von Burgund, Philipp I., da ist er, genannt der Schöne. Ja, für einen Habsburger. Im Jahr 1506 in einen großen Ledersack einnähen. Als ein Ganzer. Als ein Ganzer oder nur bis zum Hals. Er ließ sich in einen großen... Ja, als ein Ganzer. Nicht als, als ein Ganzer. Die berühmte Leder. Lettische Opernsängerin als ein Ganzer. Naja, vielleicht ist er auf Reisen gegangen und wollte diesen Teint erhalten. Weil die sind ja so bleich. Weil die nahtlose Blässe? Ja, die nahtlose Blässe, weil da waren ja Papa und Mama Geschwister irgendwie. Und wenn er auf Reisen ist und dann ist er irgendwie der Sonne ausgesetzt, dass er eben schön bleich bleibt. Oder sie einen Darm, aber hieß eben der Schöne und nicht der Bleiche. Ja, aber das war ja damals schön. Ach so, ja, die genau, die noble Blässe. Ich habe vermutet. Warte mal, lass ich noch. Also, er ließ sich einnähen in den Ledersack und ist damit auf Reisen gegangen. Und ist damit auf Reisen gegangen. Du bist sensationell. Aber es ist nur halb richtig. Genau. Ach, warum? So, Achtung, Severin übernimmt. Achtung. Ja. Ich glaube, er war nämlich zusammen mit Johanna der Wahnsinnigen. Das ist mein nächster Tipp. Johanna, die Wahnsinnige von Kastilien. Wo ist sie da? Genau, und die war, wie der Name sagt, nicht die einfachste Person. und vielleicht, glaube ich, wollte er, wie halt ein echter Kerl, er stellt sich der Situation und sagt seiner Frau, du Schatz, zwischen uns ist aus. Und weil er ihre Reaktion sich vorstellen kann, sagt er, so mache ich sicher nicht. Ich lasse mich lieber einen Sack einnähen und heimlich aus der Stadt tragen. Lieber Severin, aber... Er wollte sie aber wahnsinnig eifersüchtig. Ja. Und er wollte sie nicht provozieren. Ja. Und wenn er so mit der Kutsche so gefahren ist, haben alle Frauen dem Schönen zugejubelt. Ja. Und damit er die Wahnsinnige nicht noch mehr narrisch macht, hat er sich einnähen lassen. Er hat sich freiwillig ihren Ledersack, damit sie... Aus Liebe. Aus Liebe, damit er, der Schöne, nicht... Also, okay, auch verstanden. Also auf freiwillige Burg. Ich vergesse noch was. Der Geri hat gesagt, es ist halbwegs richtig. Auf Reisen. Auf Reisen gegangen. Ja. Da steckt die richtige Antwort. Nee, auf Reisen, wenn er mit der Kutsche durch... Nein, er hat ja gesagt, es geht auf keine Kurhaut. Ja. Die Wahnsinnige. Und dann hat er sie quasi in eine Kur gehauen. In eine Kur. Ausgehöhlt. Und ist auf Reisen gegangen mit ihr. Mit ihr ist er auf Reisen vielleicht. Dass sie keiner sieht. Mhm. Ich hätte nur eine Idee. Vielleicht war er nicht so wahnsinnig beliebt, wenn er auf Reisen gegangen ist. Es kann ja sein, ich meine, die Habsburger waren da und dort nicht überall total gern gesehen. Ja. Und vielleicht musste er durch Spanien oder durchs Burgund, je nachdem, wo er gerade war, und hat sich deshalb verstecken lassen in der Kuh. Also er hat die Kuh gemacht. Ja. Das ist gut. Aber wenn heute sagt, mach einen Schuh. Wenn du weißt, also, dass er mit der Johanna der Wahnsinnigen verheiratet war, wusstest du auch, dass nach seiner Geburt Agenten des französischen Königs Ludwig des 16. Gerüchte gestreut haben, dass er in Wahrheit gar kein Mann ist, sondern ein Mädchen? Und weißt du, wie die Geschichte ausgegangen ist? Na, erzähl es mal. Nicht? Er hat sich einen Sack einnähen lassen. Er hat sich auch einen Sack nähen lassen. Aber was macht man? Nein, seine Patin, die Margareta von York, hat das entkräftet. Sie hat ihn am Marktplatz von Brügge vor einer Menschenmenge entblößt. Die haben echt damals wirklich... Wir haben noch gewusst, wie man Politik macht. So, ne? Was das heutzutage macht, sperren sie dir ein. Ne? Das ist der Wahnsinn. Wenn man mal ein bisschen blößt. Das erklärt aber noch immer nicht den Ledersack. Natürlich nicht. Naja, das war ja auch nur jetzt wieder eine... War das ein modisches Accessoire oder war das... Oder aber war das, also jetzt, war das eng anliegende Lederkluft oder war das eher sackartig? Oder? Ein Sack. Ich vergesse immer, der Geri hat eine Billardkugel im Mund gehabt, die durch einen Riemen in den Kopf befestigt war.
Ich weiß es nicht. Nein. War er allein in dem Sack? Sack? Er war natürlich, es war ja, weißt du, ein Sack halt. The One-Man-Sack. War Einzelsack. Okay. Haben Sie Einzelsack gebucht, Jörg? Auf Reisen Einzelsack. Ja? Ja, er war auf Reisen, bitte. Das ich frage mal ganz kurz, wie lang war er circa in dem Sack? Also eher so 3 Wochen oder eher 3 Stunden? Was glaubst du, damals eine Schiffsreise, jetzt helfe ich schon viel, von Belgien nach Spanien. Inkognito. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist er nicht nur inkognito gereist, sondern er wollte auch, man hat ja damals auch medizinisch sehr grause Theorien gehabt, er wollte sich nicht der Seeluft aussetzen, weil da giftige Miasmen drin sind. Und hat sich gedacht, er lässt sie in einen Sack einnähen. Sein Leibarzt hat ihn da eingenäht. Da hat er nur die eigene gute Habsburger Luft drin. Er ist nicht ertrunken, er ist erstickt. Ja. Viel besser. Er wollte, der Sack war beschriftet, damit man auch weiß, wenn das Schiff untergeht, dass er sicher an Land gespült wird und dass man weiß, dass er ist. Er war seine eigene Flaschenpost. Ja. So ist es. Also es war nicht nur die Gattin verrückt. Er war ein deklarierter Angsthase und er hatte eben Angst, dass er so quasi, dass er sich auch verletzt, wenn das Schiff schlingert und dass er einfach durch den aufgepumpten Sack, dass er sich nicht wehtut. Also mit dem Airbag ist er gefahren. Der ist auch ein Leben im Airbag. Ja, genau. Gibt es auch Details zu Luluga gar, wie das gegangen ist? Nein, das muss man abgerochen haben, so nach 3 Wochen. Weißt du? Das ist ja gut, aber eigentlich keine blöde Frage. Eigentlich? Das werden wir nächste Woche klären. Danke, du, wir haben diese Frage übrigens aus dem Buch Die Habsburger und da gibt es die Reihe Kurioses Österreich und die Autorin, die Gabriele Hasmann, die uns das also auch uns darauf gebracht hat, die spendet übrigens den Büchergutschein ans Integrationshaus in Wien. Danke vielmals. Bravo. Und da schauen wir nach, wie Philipp der Schöne sein Geschäftchen verrichtet hat im Ledersack. Gut, danke vielmals. Ich war übrigens der Papa vom Karl V. und Ferdinand dem I. Ich muss kurz mit den Damen und Herren was zu Hause klären, wie einmal pro Sendung darf ich mich vertrauensvoll an Sie wenden, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen. Wenn Sie ein Buch über die Habsburger geschrieben haben, Sie finden darin sicher eine Frage für uns und Dinge der Woche schicken Sie per Post. Die Adressen sind, wie gesagt, eingeblendet und diese Woche waren wir in Niederösterreich bei einem jungen Herrn und der hat die nächste Frage für uns. Ja, guten Abend, ich bin der Jonas Hinterbrühl, Niederösterreich. Ich hätte folgende Frage für euch. Im Norden Thüringen steht die Kiffhäuserburg. Sie ist eine beeindruckende Burgruine mit 600 Metern Länge und 60 Metern Breite. Und dort gibt es auch einen Automaten, aus dem man Steine bekommen kann. Etwas außergewöhnlich, oder? Was glaubt ihr, warum? Dankeschön, Jonas. Der Kreis schließt sich. Was? Die Sterne bewegen. Vielleicht ist es sowas wie eine... Darf ich? Wir haben doch gar keine bitte. Frage. Ja, das hat doch der andere schon gemacht. Nein, aber ich will nur einfach die Kiffhäuserburg schreibst du mit Y. Die schreibst du mit Y in Thüringen. Kiffhäuser. Ich glaube, ich weiß nicht nochmal, Kiffhäuserburg. Ja, die Kiff, die waren ein Geschlecht wahrscheinlich, die Kiffhäuser. Ja, genau. Aber er hat Kiffhäuser, was mir eh besser gefällt. Aber ich glaube, man könnte auch Kiffhäuserburg. Aber du bist doch ein halber Deutscher. Thüringen. Ich bin ein halber Deutscher erst. Wahnsinn, ich bin kein halber Deutscher. Ich habe einen halben Deutschen zu Hause. Aber das ist wurscht. Ich habe einen gezeugt. Egal. Aber, okay. Ich glaube, es liegt daran, weil die ganzen... diese Adeligen waren ja alle miteinander verwandt. Mhm, ja? Und einer von den Kiffhäusern, der hat so eine Badeanstalt gemacht mit lauter kleinen Häusern. Nein, Scherz. jedenfalls. Nein, jetzt hat er sich alles zusammen. Der war verwandt mit Isabella der Wahnsinnigen. Nein, ich glaube, die Steine, das liegt daran, dass im Kiffhäuser soll ja Barbarossa wohnen. Friedrich der I. Ja. Kein Habsburger, ausnahmsweise, sondern der Staufer. Mhm. Und die wollen, dass der langsam rauskommt. Ne? Mhm. Ich dachte, die Deutschen haben es auch gern, ja, die gute alte Zeit. Und wenn endlich wird der Barbarossa da kommen, das wäre schön. Und jetzt tun sie mal so ein bisschen rauskrätseln. Das kostet aber Geld und ist verboten. Und damit man die Strafen zahlt, kann man die Steine, die man da raus hat, bei dem Automaten kaufen. Ich bin schon vor 10 Minuten ausgegangen. Tut mir leid. Das interessiert mich nicht, die Bombe. Okay, gut. Ich habe die Frage schon gesagt. Das ist Kenny. Das ist mein Wichtig. Barbarossa hat einen roten Bart gehabt. Ich bin auch nicht ganz deppert. Danke. Also weil er einen roten Rübensaft getrunken hat. Lieber Gerrit, die Frage war, es gibt auf dieser Kiffhäuserburg, gibt es einen Automaten? Ja, Automaten. Heute.
Heute. Oder damals. Nein, heute. Damals gab es keinen Ort. Heute gibt's einen, und da kannst du Steine kaufen. Das kann man überall. Das Brauchtum, dass man in der Natur oder auch bei so Sehenswürdigkeiten, dass man so kleine, übereinander gestapelte Steinchen, Türme baut. Ja. Und vielleicht sagen Sie, bitte nehmen Sie nicht die historischen Steine des Baumaterials dieser Burg, sondern ziehen Sie sich eine aus dem Automaten und bauen Sie Ihr eigenes kleines Türmchen. Das ist eine schöne Antwort. Ist doch schön, oder? Ja, sehr schön. Es war keiner, wie groß diese Steine sind. Ja. Warum fragt das keiner? Wie groß sind die Steine, Oliver? Danke sehr. Ihr versteht es euch wirklich blind. Das ist so schön zum Zuschauen. Was Steine anbelangt, ja. Severin, traut sie nicht mehr? Ja? Nein, Severin. Nein, alles gut, alles gut. Nein, Severin, brauchst du ein bisschen kleine Motivation? Nein, alles gut. Ich glaube, das ist super, das ist mein neuer Klingelton. Ja. Na, die sind ganz groß. Der Gary hat eine Frage gestellt. Was die sind ganz groß, die Steine. Wie groß die Steine sind. Ja, wie groß? Nein, ich muss dich enttäuschen. Das sind ganz normale, wertlose Kieselsteine in der Größe von Hühnereiern. Größer sind die nicht. Die kommen dort aus dem... Ja, sowas, genau sowas. Ich habe sowas auch. Die kommen aus dem Automaten. Die kommen aus dem Automaten, ja. Ich weiß nicht, wie viel sie kosten. Ah, ihr was... Warum? Nein, was... Willst du was sagen? Ja, aber die Eva wollte auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort verschiedene Steine sind. Ja. Und per Zufallsgenerator kommt ein Stein raus, der tatsächlich dasselbe Stein ist wie der von dieser Burgruine. Mhm. Ja, vollkommen wurscht ist, die kennt ja kein Mensch. Na, und dann gehst du hin, musst vergleichen, wenn es dasselbe Stein ist, hast eine Woche Wellnessurlaub. Also du bist so rubbellos in Steinform. Genau. Ja. Ich bin so blöd. Verstehst du nicht, du gehst da mit dem Star und schaust da, wo passt der Stein in der Burg? Na, selbe Farbe, selbe Konsistenz. Ach, verstehe. Ach so. Und je nach Konsistenz variiert ja bei Steinen nichts. Ja, hat das dann einen Mehrwert, nicht? Du hast einfach einen Stein, den du da rausgezogen hast. Ja. Vielleicht ist er ein Salzstein. Vorher war Magenta und jetzt ist er grün. Vielleicht kann der Stein mehr als nur Stein sein. Ja. Es gibt ja so Lecksteine. Vielleicht kann der Stein mehr als Stein. Es gibt ja unnötige Steine, die einfach nur so Stein, Granit oder so, ist ja ein Ding. Ne? Und vielleicht hat der aber einen besonders hohen Eisengehalt. Oder was, Eisengehalt oder irgendwas drinnen in dem Stein, was man dann zu Hause ausschmelzt. Ganz normale, wertlose Kieselsteine. Ja, warum kaufen das die Leute? Das ist die Frage! Es gibt dort einen Brunnen. Was gibt es dort? Es gibt einen Brunnen. Genau. Und dann kann man den Stein hinunterwerfen, so wie in der Burg Forchtenstein. Und dann kann man zählen, wie lange das braucht, bis das unten aufkommt. Dann kann man sagen, boah, das müssen 320 Meter sein, laut der Physik. Na, wenn der Stein das jetzt ungefähr, stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Decker. Ob er recht hat oder nicht, sagt uns nicht das Licht, sondern der Jona. Die Kyffhäuser Burg verfügt über einen der tiefsten Burgbrunnen Europas. Mit einer Tiefe von 176 Metern ist er 40 Meter tiefer, als der Stephansdom hoch ist. Und wenn man da einen Stein hineinwirft, dann hört man den Aufschlag erst nach 6 Sekunden. Und weil dort keine Steine herumliegen, kann man bei den Automaten einen Stein besorgen. Was geht mit dem Feuerzeug? Victor Gernot! Victor Gernot! Pass auf, das ist... Du bist sehr stark. Ja. Du bist sensationell. Ja, ist zwar obergescheit. Genau. Komm. Physik war nicht so meins. Ja. Was soll ich machen? Schau, du kannst ja nicht den Schurk, sondern einen Planeten aufblasen. Ich blase jetzt einen Planeten auf. Was ist das? Merkur oder Pillar Plus? Das ist in erster Linie jetzt einmal ein Blowjob. Pass auf, das funktioniert wirklich. Also du kannst bei der Kyffhäuser Burg, wenn du der pass auf. Ach so geht es. Also, mach's nicht daheim, Eva. Don't try this at home. Okay. Sind wir jetzt fix zusammen? Also, darf ich euch das kurz demonstrieren? Weil es geht so, du hast diesen Stein. Du hast diesen Stein und dann hast du diesen Brunnen und du lässt das fallen. Funktioniert. Wow. Oder? Wow. Du hast ja irrsinnig lange Hosen an. Herr Fässer, ja. Du hast ein Feuerzeug obehauen, du kannst den Ehering obehauen, du kannst alles obehauen. Ja, das hört man nicht so schön wie einen Hühnerstein großen Kieselstein. Alles, was du kannst den Butler runterhauen. Es geht ja darum, dass alle Steine genau gleich schwer sind, damit es genau die 6 Sekunden wären. Wenn Leistungsklippe Physik richtig verstanden Wenn das jeder macht, ist der Brunnen bald nicht richtig verstanden. Oliver, wenn das jeder macht, ist der Brunnen bald nicht mehr so tief.
Ja, die werden das schon wieder rausholen. Oder keiner, ist mir auch wurscht. Meine Damen und Herren, wir schalten nun zur Außenstelle Blowjob. Victor Gernot, Victor Gernot, wie ist die Stimmung bei dir in der Kabine mit dem aufgeblasenen Planeten? Endlich fertig. Das ist, glaube ich, ein. Das ist der blaue Planet. Das ist, glaube ich, das ist Mutter Erde, oder? Oder ein der Mutter Erde ähnlicher Planet irgendwo in einer fernen Galaxie. Mhm, man sieht ganz deutlich die Kontinente. Inkontinente. Pangea. Ja. Das sind halt die Kontinente, wo man gern hinfährt, das sind die Inkontinente. Muss ich das auch aufblasen, oder? Weil ich bin ein bisschen schwindelig jetzt. Nein. Du bist nicht nur jetzt schwindelig. Aber mein Lieber, du bist... Hey, das ist ein Mörderschwindel. Du musst aufpassen, dass du nicht zum Schwerkampfwanderer bist. Meine Lieben, seid ihr bereit? Ja! Es kommt das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Und die Spannung steigt, das ist das Ding der Woche. Ich zeige Ihnen, wenn Sie mitraten wollen, bitte Augen schließen. Jetzt kommt ein Insert, das ist schon verrät. Ja, okay, da ist das Insert. Und Insert, tu mal wieder weg. Sie können die Augen öffnen. Bin doch da. So, und... Du hast aber auch irgendwas genommen heute. Nein, jetzt schlagt es besser auf, weil ich nichts gegessen habe. Wirf, mein Lieber. Ich werfe es dir. Hups. Ah, wow, super elegant gefangen. Ich sag wieder mal Silikon. Ja. Silikon, schwarz. Und ja, das nimmt man in der Küche bei einem Topf mit siedendem Wasser zum Beispiel. Wenn man nicht möchte, dass es rausspritzt, aber trotzdem der Dampf entweichen kann, dann setzt man das auf diesen Topf auf. Ja, genau. Für Vulkanliebhaber. Genau, genau. Oder Oliver Lochzee. Es ist einfach lustig. Ja, das wollte ich. Gewusst. Der hat sicher was genommen. Einen Arzt erst unterzuckert, schnell. Ich habe gewusst, dass es dir steht. Ja. Aber vielleicht der Obergescheiter da drüben. Es ist wirklich sehr einfach. Ich bin zweimal geimpft und getestet. Ich sag's nur, weil ich dir jetzt so übergereicht habe. Ja, ich auch. Ich auch. Ich kann das trotzdem noch mal... Gut. So, bitte. Jetzt ist noch so. So, das ist ganz einfach. Das ist ein Friseurutensil. Das ist, wenn für der Mönchzopfs-Friseurhelfer ist das. Weil, wenn er sagt, hallo, ich bin in ein Kloster eingetreten, sagt er, kein Problem, ich habe meinen Mönchszopfgehilfen, sitzt ihn auf. Und dann macht er genau hier. Wenn einer aber sagt, ich möchte aber so eine japanische Frisur aus dem Mittelalter, wie die Samurai gehabt haben, ja, ist kein Problem, nimmt er die Haare, zieht er da durch und dann schneidet er alles andere weg. Das ist die Mönchszopf-Friseur-Hilfe. Ich finde das eine wirklich gute Antwort. Ja. Ich finde das eine so schöne Antwort. Es hat nur ein Problem, die Antwort. Aber ich gebe das wirklich, das war so schön. Es war wirklich eine schöne Antwort. Kriegst du Astronautenfutter für die lange Zugreise zurück von Wien. Nach Frankfurt. Leider kriegt es immer. Ich war so England. Du siehst, das Backel war. Ich habe jahrelang gehört, statt schwere Luft. Und ich meine, warum völlig schwere Luft im Weltall? Beim Lied? Beim Lied, ja. Ja. Ich bin Peter Schilling, der ja jetzt Peter Euro heißt. Jetzt nämlich. Jetzt bist du unser Niveau. Willkommen zu Hause. Jetzt verstehen wir uns. Ich bin ein Schwerkampfwanderer. Wir haben dich in unsere Tiefen mit hinterher. Ja, ist schön. Habsburger Wissen, bist du völlig wahnsinnig. Das ist unser Niveau. Herrlich. Bitte, Clemens Maria Schreiner. Ich möchte zuerst anmerken, dass der Peter Schilling ja um den Faktor 13,7603 kleiner ist. Ja. Aber, du musstest natürlich schon wieder. Ja. Aber ich glaube, dass das ist natürlich ein platzsparender Reisetrichter. Ja, man kann ihn so transportieren und dann, wenn man einen Trichter braucht, kann man einfach mit dieser lässigen Handbewegung, das kann man, macht man richtig viel Eindruck, auch bei den Leuten, kann man den so aufschupfen und hat da einen voll funktionsfähigen Trichter, mit dem man zum Beispiel dann eben ein Space Shuttle irgendwo
tadellos einfüllen kann. Ein Reisetrichter. Ich würde es kaufen, nur als Reisetrichter. Wenn es einen anderen Zusatznutzen auch noch hat, freue ich mich. Ja, das ist gut, wunderbar. Ich war letztens auf Reisen und habe mir gedacht, wir werden keinen Trichter brauchen. Ja. Aber es ist, wenn du meinst, dass man den braucht, dann... Vielleicht ist das ein schwarzes Loch. Ja. Na, so schaut es aus, man sieht es jetzt so nicht, aber so schaut es aus wie eine Herdplatte. Vielleicht nicht kochen können. Das heißt, ich habe keinen Herd in der Wohnung, da liegst du einfach auf dem Tisch und. Das schaut doch aus wie Herdplatte. Für was kalt, für kalte Jausen. Das ist negativ von einer Herdplatte. Das sind aber. Ja, und was machst du mit einem Ding, das ausschaut wie eine Herdplatte und das? Nein, es muss ja einen Sinn, einen Grund haben, dass man das so zusammenlegen kann. Ja, vielleicht für den Transport. Kommt aus der Raumfahrt, Oliver? Das? Ja. Nein, es kommt nicht aus der Raumfahrt, es kommt lustigerweise aus einem Bereich, mit dem ihr so quasi stellenweise auch zu tun habt. Arbeitsamt? Hat mit Lautsprechern zu tun? Nein. Hat es mit Kamera-Equipment zu tun? Ist es eine... Das ist eine Sonnenblende, die man zusammenklapsen kann. Nein, das tust du vorn draufstecken auf und dann hast du nur so diesen... Ja. Ja, es geht noch ein bisschen differenzierter. Gary, sag auch noch schnell was. Weil nein, du bist Zeit dafür, dass du auch zum Ding der Woche was sagst. Aber kann man jetzt schon vorstellen, dass wenn das der Fotoapparat ist und da kommt ganz viel Licht, dann gibt man das, kann man das einfach ausfahren? Ja, es ist eigentlich fast richtig, ganz. Danke. Ja, oder Aufprallschutz für Fotografen. Es ist so. Du möchtest jetzt zum Beispiel, der Viktor Gernot ist Kameramann und dann möchte er jetzt den Severin filmen. Wer nicht? Ja, wer nicht? So. Und die dann, Spiegelungen. So ist es. Und das nimmt die Spiegelung von der Scheibe weg, die Reflexionen. Und da, also ich weiß jetzt, ja, so natürlich, ja. Und man könnte auch einfach ein Foto zeigen, glaube ich, oder? Ja, gell? Wunderbar. So funktioniert das. Ich wollte jetzt gleich, also einerseits hier mit Foto, wie es richtig gehört und so, wie ich es gemacht habe. Gut, Bravo. Meine Damen und Herren, ich muss mich noch bedanken. Nicht vergessen, jetzt den Herrn Ingenieur Martin Menhardt aus Wien. 300 Euro Büchertücher. Danke vielmals. Wenn du nach Hause fährst, fährst du nach Frankfurt über Linz oder über Salzburg? Natürlich über Salzburg. Schön, dass du das sagst. Salzburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Und spielst du nicht in Salzburg? Spielst du nicht? Ja, schön, dass du mich fragst. Ich spiele nämlich am... Du musst doch spielen, oder? Ja, genau. Toll, dass dich das auch interessiert. Wann spielst du denn? Ja, ich will es auch sagen. Am 30. Also 9. in 6 Tagen. Genau, am 30.09. in der Arge Salzburg. Das ist neben da nicht ganz so Orgen. Ja. Achtung, Wortspiel! Beste Werbung. Ich glaube, mindestens 2 Tickets sind gerade verkauft. Ich glaube auch. Danke, Severin Gründer. Nicht zu vergessen, support your local Kleinkunst. Jawohl. Bravo. So. Wir kommen zur Promi-Frage. Seit letzter Woche sorgen ja die Science-Busters wieder jeden Mittwoch um 22 Uhr auf ORF1 für schräges Infotainment. Und die kommende Ausgabe am nächsten Mittwoch, das ist der 29. September, steht ganz im Zeichen des Jubiläums 30 Jahre Austromir, passend zum Tag der Raumfahrt. Zu Gast bei Martin Buntigam und seinen Science-Bustern ist dann Elektrotechniker und Astronaut Franz Fieböck, wer sich noch an ihn erinnert. Eine österreichische Legende, war der einzige Österreicher bis dato im Weltraum. Und wisst ihr was Schönes? Der hat jetzt die Promi-Frage für uns. Guten Abend allerseits. Der Weltraum birgt natürlich unendlich viele Fragen. Die meisten davon sind natürlich nicht für eure lustige Raterunde. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, worum es sich bei einem Anlaufstern handelt. Worum handelt es sich bei einem Anlaufstern? Man sieht es manchmal in der Leichtathletik. Also wenn zum Beispiel am Reuterbrett, ja, also die nicht nur die Landung nicht schaffen, sondern schon sie vor, bevor sie überhaupt am Reuterbrett losspringen, es aufpickt, dann spricht der Fachmann von einem Anlaufstern. Ja, ist denn dieser Herr Reuterbrett? Den kennst du nicht. Das ist, der wohnt bei mir ums Eck. Das ist so das ist der Bruder vom Foucault'schen Bänder. Der war Schwergewichtsbox-Weltmeister. Ist es das Brett, wo man wegguckt? Genau, das so leicht federt. Eigenen Namen. Ja. Und wenn du dann Stern reißt, dann... Genau. Und eben wenn du ihn schon beim Anlauf reißt, dann ist es ein Anlaufstern. Ja.
Ich kenne den Bitbrett kenne ich, aber den Reuterbrett kannte ich ehrlich gesagt. Der Reuterbrett hat auf eine Nachrichtenagentur gegründet. Das Abba-Brett kenne ich auch, genau, danke. So haben wir alles durch, was? Ja. Komm. Ja, ich glaube, der Anlaufstern ist ganz einfach. Ja. Das ist ja, es gibt ja ne, so im Weltall ist ja viel Materie herum, ne? Und die Materie ist verwirrt. Die weiß nicht, wohin soll ich, bin Materie oder Licht oder Materie, boah, komme ich nicht aus. Und dann freuen sie sich, wenn sie so einen Anlaufstern haben. Mhm. Ja, also da treffen sie alle so, boah, geht's da so. Und, der Stammtisch. Und, quasi der Stammtisch, ja, genau. Da sitzen sie zusammen, trinken sie ein paar Galaxien und sagen, oh, das ist so arg, ich bin Materie. Das ist der Wahnsinn. Jawohl, Licht, das war viel einfacher. Ja, und das ist der Anlaufstern. Da treffen sie sich. Das ist einfach ein Stammtisch. Ja. So ein Bierjob. Dankeschön, Dankeschön, Zipperik. Genau. Schön, wenn du mal anfängst. Ich meine, das sind diese Sendungen, wo wir sehr viel Sendezeit eben schön verbrauchen. Ich komme mit meinen Fragen durch. Also herrlich, wunderbar. Aber ich muss dir sagen... Leider nein, Anlaufstern. Wenn Sie jetzt beim Raumschiff Enterprise sagen, wir müssen in den Delta-Quadranten und dann sag nicht Delta, du sagst jede Woche Delta. Letzte Woche Donau-Delta. Wir müssen in den Delta-Quadranten. Na! Und dann sagen die, puh, das ist aber schwierig, weil wir haben nur ganz wenig Silizium für den Antrieb. Und dann sagen wir, naja, aber wenn wir beim Anlaufstern vorbeifliegen, dann können wir den genügend Speed kriegen, dass wir dann doch da hinüberfliegen können. Das ist eine quasi, das ist so, wenn man da vorbeifliegt, gibt es so eine, mit dieser Sternanziehungskraft, gibt es dann so einen Jojo-Effekt, der die Raumschiffe dann bam, so ausschießt, dass dann gleich in die nächste Galaxie Mir gefällt das sehr gut. Mir gefällt dir das gut? Mir gefällt das sehr gut. Und ist nicht richtig, gell? Nein, du. Aber das hat tatsächlich was mit der Weltraumfahrt zu tun. Sie ist lieb. Du bist lieb. Es würde mich wirklich wundern. Nein, aber das wäre. Na, der Herr Fiebig fragt sicher was Ernsthaftes. Ja, nein, es ist was Ernsthaftes. Aber es ist nicht der Wirt vom Praterstern. Wo bist du beim Anlaufstern? Der Herr Fiebig hat in derselben Schule Matura gemacht wie ich. Man könnte sich vorstellen, was aus mir hätte werden können. Aber die haben nur einen mitgenommen. Das Boot ist voll. Ja. Es ist ja immer, wenn so Schuljubiläen seid, werdet ihr beide eingeladen, um einfach die Streuung zu demonstrieren. Gut gegangen, nicht so gut gegangen. Aber vielleicht ist der Anlaufstern auf Auto-Windschutzscheiben. Wenn man zum Beispiel, man kennt das also im Winter und so, wenn dann so ein bisschen die Scheiben anläuft und es gibt dieses Gebläse, das da aufläuft, aber es gibt ja immer so ein Eckerl, das von diesem Gebläse dann nicht erreicht wird. Und wenn das sternförmig ausgeprägt ist, wie es zum Beispiel bei vielen Hyundai-Modellen der späten 70er Jahre der Fall war, dann spricht man vom Anlaufstern. Auch das ist eine sehr schöne Antwort. Lieber Clemens Maria Schreiner. Vielleicht kommt es von der Schifffahrt, die sich an den Sternen orientiert hat. Da gibt es den Nordstern, wo sich alle hinorientiert. Und der Anlaufstern ist der Stern, den merkt sich der Seefahrer, der genau über seinem Hafen leuchtet. Ich habe nur jetzt überlegt, ob ich jetzt schon einen Hinweis gebe, dass du... Weil ich ganz knapp dran bin. Nein, überhaupt nicht. Ich schwöre, also ich bin mir ziemlich sicher, ihr alle habt einen Anlaufstern. Aber ist dein erster Mercedes. Der Anlaufstern wird von euch, aber einmal im Jahr will jemand euren Anlaufstern sehen oder sieht ihn, ne, weil er was anderes ist. Diese Schwendel. Am Christbaum. Am Christbaum. Ja. Nein. Nein, ja, nein. Will ihn jemand sehen? Wird es kontrolliert quasi? Ja. Naja, kontrolliert. Und auch. Obwohl das mittlerweile, es gibt jetzt schon die digitale Version, wo sie es aus der Entfernung machen. Dann sieht man Energie quasi. Ablesen im Hause. Aber Stromzähler. So ein Zählwerk. So? Jetzt habe ich anscheinend so viel geholfen, dass der Victor sofort die richtige Assoziation hatte. Wir sagen ihm. Und wir fragen Franz Fieber. Den Anlaufstern findet man natürlich nicht im Weltall, sondern bei Wasserzählern oder Wasseruhren. Das ist das kleine Rädchen, das sich zu drehen beginnt, wenn Wasser durchfließt. Jeder kennt es wahrscheinlich. Und man kann hier sehr gut bei kleinsten Wassermengen, die durchlaufen, erkennen, ob es vielleicht irgendwo eine undichte Stelle gibt. Die Frage ist dann natürlich, wo ist diese?
Dankeschön, danke, Franz Fieböck. Das ist hervorragend. Schatz. Und weil der Severin Gröbner so lang und ausführlich immer erklärt hat, brauche ich jetzt keine Frage mehr. Ist das schön? Das hoffe ich. So. Wobei ich es ein bisschen unfair finde. Erstens, weil der Franz Fieböck hat es dem sicher dem Viktor gerne in der Schule schon verraten. Und zweitens ist es ein grammatikalischer Fehler. Es muss außer mir heißen, nicht außer mir. Aber Irgendwie vergunne den Frankfurtern den Severin. Man merkt, es ist Tag der Raumfahrt. Unser Sendungsthema war Tag der Raumfahrt. Und man merkt, diese fünf Menschen waren... Schwere Luft. Bis nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Danke vielmals. Ich bin ja alle nicht.